Jetzt warten Sie wahrscheinlich schon, gell? Risus Pascalis heißt dieser Brauch, das österliche Lachen am Ende des Gottesdienstes. Also da ist der Lehrer in der Schule, der niederbayerische Dorfschule, in der 5. Klasse als Religionslehrer, und er ist ganz entsetzt nach der Religionsstunde, dass der Maxi, der Bub vom Burberbauern, nicht einmal mehr weiß, dass der Jesus am Karfreitag gestorben ist. Er ist wirklich aufgelöst, gell? Wie kann das sein bei uns am Dorf? Und er geht zu seinem Rektor von der Schule und erzählt ihm, stell dir vor, der Maxi vom Urberbauern, der weiß nicht mehr, dass der Jesus am Karfreitag gestorben ist. Sagt der Rektor, ja, also den Urberbauern, den kenne ich, gell, da gehe ich jetzt mal hin und frage, was da los ist. Geht der Rektor zum Urberbauern hinaus, sagt ihm, du, dein Bub, der hat nicht gewusst, dass der Jesus am Karfreitag gestorben ist. Sagt der Urberbauer, ja, weißt, Rektor, wir da heraus am Einödhof, gell, wir haben keinen Fernseher, kein Radio, kein Internet, wir haben nicht einmal gewusst, dass er schwer krank ist.